Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Together Feed the Beast Ultimate mit Dennis. Hallo. Was bringt uns eigentlich Nickel? Ich kann Nickelpulver draus machen, bringt mir nicht sehr viel. Induction Smelter kann ich Iva-Ingot draus machen. Und dann kann ich Nickel Nuggets draus machen. Das Nickel Dust pulverisieren, also eigentlich. Ah, Nickel Plates kann ich das machen. Nickel Blocks kann ich draus machen. Nichrome Heating Coil, okay. Also wir wird schon brauchen für irgendwas. Ich weiß nicht für was, aber. Rock Crusher. Pulverizer, Smelter, bla bla. Ja, ich habe keinen Bock hier als Vorzustehendes zu wechseln, aber wenn ich mir eine Anlage verbaue, dann wird die da als Fehler produziert, wenn sie wieder voll ist. So schnell. Ich gehe mal ganz kurz in Creative Mode, wenn ja Leute sehen, dass ich nicht cheat, ich will nur mal kurz gucken, was eine bestimmte Maschine gibt. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Und zwar sind die ja nicht ganz nett, weil sie Outputs irgendwo haben und dann das ausspucken, wenn es wirklich funktioniert. Soweit ich weiß. Also sie jedenfalls von selber ausspucken. Ja, hier, da sind sie alle, das sind die tollen Teile. Mal gucken, was uns ein Pulverizer hierbei gekostet hätte. Machine Frame, Flint, Copper, Redstone Reception Coil. Und ein Piston. Wäre eigentlich echt billig gewesen, das Teil. Viel billiger als das, was wir gebracht haben. Liquid Transposer und ein Tesseract Frame. Wir brauchen sehr viele Maschinen, wenn wir alles basteln wollen, was brauchbar ist. Es ist fast 13 Uhr schon. Ich warte, 15 Uhr meine ich, das ist schon fast 3. Ja, in 50 Minuten. Ich muss halt noch meine Oma besuchen gehen. Okay. Die ist im Krankenhaus. Ah ja, da war ja was. Der Kohleblockgenerator generiert gar nichts. Der andere generiert dafür. Anscheinend haben wir momentan auch genug Strom im Pufferspeicher. Fängst du jetzt an zu singen, oder was? Nein, ich doch nicht. Gut. Oh, das Ding geht leer, aber der zweite Generator will einfach nicht angehen. Generator können anscheinend kein Kohleblöcke verbrennen, Alter. Oh. Da macht daraus normale Kohle. Ist in Arbeit. Brennt momentan auf halber Flamme, so wie das heißt. Dann aber auch, ich glaube, das ist eine Standardanzeige. Weil jetzt geht nämlich die Bedbox aber wieder voll, wenn zwei produzieren. Ja gut, und kann keine Maschinen wirklich so Strom ziehen. Also nämlich schon wieder alle fertig geworden. Das Blöde ist der Block-Spec, den ich brauche. So ein Marble Brick.
Es ist einfach verschuldet, als ich ihn abgebaut habe. Irgendwo Marble Brick Cover, vielleicht müsste es mit denen gehen. Perfekt. Eigentlich müsste ich wieder zurück in die Mine. Mache ich jetzt auch. Ich gehe jetzt zurück in die Mine. Theoretisch könnte ich wahrscheinlich schon wieder Viecher züchten. Sind die Kleinen groß geworden? Ja. Theoretisch kann ich schon wieder Viecher züchten. Sie werden so schnell erwachsen. Das Mikrofon ist auch schon komplett ausgeleert. Das ist Headset. Schon wieder ein Zombie. Warum stehen sie da einmal und warten auf mich? Könnte sich auf ihn anders warten als mich. Mal kommt er nicht. Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Da ist mein Gang. Wenn ich eine Millisekunde schneller abbauen würde, dann könnte ich mir die Blöcke beim Runterlaufen über den Kopf kaputt machen. Und dann könnte ich eine schöne gerade Treppe draus machen. Jetzt kommen wir zurück zum Gold, weiter Gold meinen. Gold sind zwar keine Diamanten, aber Gold ist auch nicht schlecht. Schade, dass man dieser Spezial keinen Obsidian abbauen kann. Nice. Psychorium kann man theoretisch zum Beleuchten von allem verwenden. Was? Theoretisch kann man Psychorium zum Beleuchten von allem möglichen Zeugs verwenden. Könnte man machen. Ich glaube, ich hätte jetzt mein Zimmer bauen. Ich glaube, wenn ich die Fabrik fertig habe, werde ich erstmal mein eigenes Haus bauen. Du willst jetzt schon ausziehen? Ja, schon. Frag Mark nicht, dass man ausziehen darf. Mach ich auch nicht. Weil ich brauche nur einen privaten Sklaven. Ich hole mir dann Leon. Obwohl, nee, er hatte die Folge. Obwohl, nee, Mark geht ja die Folgen hoch, ne? Scheiße. Sag mal so, ich besteche ihn einfach. Ich sag ihm, er kriegt grüne Lampen, wenn er bei mir wohnen bleibt. Wenn ich weiß, Marc wird sich die Folge hundertprozentig einmal auf YouTube angucken und auch wenn er sie Namen geben muss. Ich muss jetzt eigentlich einmal rendern, die Folgen alle. Damit sie bis morgen fertig sind. Warum morgen? Wenn Marc morgen die Folgen holen gehen soll, dann kann ich auch echt hier die Folgen mitgeben. Ich würde sagen, letzte Folge für heute, das hier. Okay. Da gucke ich noch ein bisschen YouTube, während ich Zeug render. Ich bin schon Level 25. Ja? Ich bin schon Level 25. Ja. Ich.
Ich auch. Oh, Eisen. Eisen haben wir dann auch nicht so wirklich genug. Ja, das stimmt. Alles drauf gegangen. Ich weiß, auf einem Minecraft-Let's Play, da kam ich mir echt arschig vor, dass ich Mark nie eine Rüstung gegeben habe, als ich die Folgen dann im Nachhinein geguckt habe. Weil ich so mit voller Eisenrüstung und Mark kriegt einfach keine, ne? Ja. Im Nachhinein kam ich da schon ein bisschen arschig vor. Bist du ja auch. Ja. Der hat der Tackle gleich erstmal eine Rüstung gekriegt, sobald es ging. Wenn ich den Fehler nicht nochmal machen wollte, dass ich dann wieder als der denke, warum habe ich das nur gemacht? Das denken alle, ich bin ein totaler Arsch, bin ich ja auch, aber sollen sie nicht denken. Doch, bist du. Und Ja, das was denn? soll, ja, und das sollen sie auch denken, ja. Nein. Was sind jetzt schlimmere Arsch, zum Beispiel Justin? Ah ja, den Spasti. Der will verdroschen werden. Ihr könnt euch gleich ein Schild umhängen. Bitte schlagt mich. Ich meine, soll er ihm nicht auf die Nerven gehen? Soll er dem anders auf die Nerven gehen? Woher weiß, der haut ihm nicht aufs Maul? Ja. Bei mir ist das schon aufgehört. Ich soll das nochmal versuchen, dann kann er was erleben. Na, ich sag was, ne? Als Maul, ich komme jetzt nach hinten. Als Maul, ich komme jetzt nach vorne. Ne? Machst du eh nicht. Wumm, auf die Fresse. Ja. Da hat er nichts mehr gesagt. Doch, er hat angefangen zu heulen in einer Bushalte bei uns. Ja. Das habe ich leider nicht mehr gesehen. Und nein, hier sind keine Mobble, das ist nur ein Typ. Das ist einfach nur ein kleiner Spasti, der meint, er ist der Boss. Und er dürfte bei allen alles machen und bei ihnen dürfte keiner was machen. Ja, wenn ich das Gegenteil bewiesen, nämlich ich meins übergebraten habe. Was jetzt mal lernt, was es heißt, kleiner zu sein und den Größeren zu beleidigen. Also sagen wir es mal so, Lukas hat einen, ich habe keine Ahnung, wie alt er ist. Ich schätze einfach mal, keine Ahnung, 7, nee, 10 oder so. Jedenfalls ein kleiner Spacken. Und der meinte halt im Bus, Lukas unbedingt beleidigen zu müssen. Meinst du Justin? Ja, ich rede gerade Ich von glaube, der ist Justin. sogar 12. Echt. Jedenfalls ist er dumm. Zwei Klassen unter uns, glaube ich, soweit ich weiß. Keine Ahnung. Naja, egal. Und dann meinte er halt unbedingt Lukas anmeckern zu müssen oder zu provozieren. Und dann hat er nicht mit Lukas mit seinem, ja, Kampfgeist, sage ich mal, gerechnet. Und hat dann mal schöne Schelle kassiert von Lukas. Ja, der war nachher glücklich. Der war danach ruhig wie sonst was. Lukas hat saß einfach nur hinter mir und hat gegrinst. Ja, das war lustig. Ich glaube, der fand es nicht so lustig, ist aber auch egal, ist ja nur er. Ganz Ja, ehrlich. den seine Meinung interessiert keinen. Und ihr. Das war. Mark fand's toll. Stutzki auch. Ich auch. Ja, alle fanden es toll. Er hatte sich verdient, dass es so der Arsch ist. Ja. Der kann ja voll spacken. Warum schreibt Kevin eigentlich schlechte. Warum muss Kevin eigentlich schlechte Kommentare schreiben? Keine Ahnung. Er hat auch einen Daumen runter gegeben. Dieser Scheiß hätte, ich weiß. Ich aber auch. Ich hab seinen Kommentar einen Daumen runter gegeben. Ja, Dann und jetzt. habe ich ihn gelöscht. Ja. Da saß er ja neben mir und hat er gesagt, guck mal, ob sie schon meinen Kommentar gelöscht haben. Ja, er löscht. Huhu. Danach war Kevin happy. Wir lassen doch nicht Kevins Kommentar drin. Wir lassen doch keine Hater-Kommentare drin. Doch. Nein. Ihr könnt einfach nur keine Kritik vertragen. Das ist keine Kritik. Das ist ein Hater-Scheiß. Kritik ist was anderes.
Aha, was ist denn dann Kritik? Da muss ich auch noch mal drüber nachdenken, aber das ist es nicht. Ja, guck. Das ist Hälterei. Kritik ist, wenn man sagt, das in der schlechten macht das mal besser und nicht, oh, es ist alles scheiße. Verbinden die sich? Ich Ich glaube, meine, jetzt über die hier. Bildqualität kann er sich nicht beschweren. Die Bildqualität ist geil. Ja, das stimmt, da Mittlerweile. seid ihr weit vor anderen. Ja, Klammern, Kevin. Der macht noch nicht mal Videos, ein Vollidiot. Darkness for Earth, Kevins Account, da sind ein paar Videos drauf. Echt? Ja. Lass mal Hater-Kommentare schreiben. Okay. Ey, du Spinne, nee, mich kriegst du nicht, mich kriegst du nicht. Ich kill dich, bevor ich oben an der Wasseroberfläche bin. Hab ich doch gesagt. Ja, das hat gerade erst nochmal geklemmt. Ey, Lukas. Ah, fick dich, Zombie. Warte. LKW. Ein Tanklastwagen, ja. Sogar mit Pipe. Ich glaube, du hast zu viel Freizeit. Ja, habe ich auch. Habe ich, Lukas, habe ich. Was denn? Jetzt schmeiße ich ein bisschen Zeug in den Ofen und dann hat sich das für die Folge erledigt. Okay. Okay, jetzt schmelze ich erstmal mein Xychorium ein und macerate mein Eisen und Gold. So, Leute, das war für diese Folge. Wir sehen uns dann irgendwann in einer anderen Folge. Ciao. Du bist müde. Tschö.